Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, ja, die so gefühlt wieder ein bisschen gemischter war, gerade lesetechnisch. Manchmal nicht ganz einfach war, aber dafür musiktechnisch sehr überzeugt hat, denn ja, das neue Album der Backstreet Boys ist da. Und das läuft bei mir jetzt schon die ganze Woche hoch und runter und auch jetzt noch in der nächsten Woche sozusagen. Und es gab eine neue Serie auf Netflix, Night Flyers, beruht auf dem Buch von George R. R. Martin. Dazu dann auf jeden Fall noch so ein bisschen was. Aber fangen wir mal mit den Büchern an und leider mit einem Buch, das ich abgebrochen habe. Ja, Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen von Leigh Bardugo. Ein Buch, das ich letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse vom Verlag erhalten habe, das ich zusammen mit der lieben Tanja vom Kanal Berlin Books begonnen habe. Aber ich, wie man auch noch an der Einteilung sehen kann, irgendwie ja, fast mittendrin aufgehört habe. Dann habe ich gehört Ghostbox von Eva Leon Mengers, ein neues Hörspiel von dem Macher von Monster 1983. Und ja, hier kann ich schon mal sagen, ein absolutes Highlight. Ein Hörspaß wie kaum da gewesen. Und da muss ich euch später auf jeden Fall ein bisschen was noch vorschwärmen. Ebenfalls in einem Rutsch gefühlt weggelesen habe ich Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen von J.K. Rowling. Ist der zweite Teil der Reihe, ja, der Filmreihe eigentlich, denn es ist das Original-Drehbuch. Und das musste einfach bei mir einziehen, weil mir ja auch der erste Teil schon sehr gut gefallen hat und ich da sehr neugierig war, ob mich auch das zweite Buch begeistern kann. Und das vierte Buch der Woche ist dann Im Licht des Polarsterns von Steph Penny. Wie man schon so ein bisschen am Titel und auch am Cover sehen kann, ist das hier ein bisschen was Historisches. Das spielt, glaube ich, 1850. 1880. Ja, mein Notizzettel hängt ein bisschen tiefer. Beginnt die Geschichte und wir erfahren hier eine starke Frau, die Träume hat, die aber in ihrer Zeit nicht so richtig passen. Ja, und dann gucken wir uns einfach so ein bisschen ihr Leben dabei an. Ja, und ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller reden, weil die Sonne demnächst untergeht. Ich aber noch so ein bisschen das normale Tageslicht benutzen wollte und hoffe, dass es die halbe Stunde sozusagen hält, während wir hier quatschen. Wir starten mit Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen von Leigh Bardugo. Ein Buch, das ich letztes Jahr vom Verlag erhalten habe, auf der Leipziger Buchmesse. Ich mich auch sehr gefreut habe, was vom Cover natürlich absolut nach Wonder Woman schreit, nicht Superwoman, das war eine andere, nach Wonder Woman schreit und man einfach sieht, ja, wir sind hier im DC-Universum, nicht bei Marvel, das ist ja, glaube ich, immer ein bisschen bunter, DC ist immer ein bisschen düsterer, da haben wir auch Batman und wir haben Catwoman und es gibt ja noch ein viertes Buch, ach, Superman. Wobei ich immer dachte, dass Superman eigentlich nicht im DC-Universum ist, aber ich bin ja überhaupt kein Comic-Leser, ich bin kein großer Comic-Verfilmungsschauer. Ich habe auch Wonder Woman, den Film, nicht gesehen, aber mir hat zum einen ja letztes Jahr das Buch von Leigh Bardugo, das Lied der Grähen, sehr gut gefallen. Und ich wollte dann eben auch einfach Wonder Woman lesen, weil ich es mega spannend fand, diese junge Amazone kennenzulernen, die eben ja hinter Wonder Woman steht. Denn wir treffen hier auf Diana, sie ist Prinzessin dieser Insel, dieses Königreiches, in dem nur Frauen leben, alle Frauen unsterblich sind und die bekannten Amazonen eben sind, wie wir sie kennen. Und wir treffen Diana als junge Frau. Eher schon so als Teenie, die an einem Wettbewerb teilnimmt, einem Laufwettbewerb, um sich so selbst ein bisschen zu beweisen, dass sie eben nicht nur die Prinzessin ist. Und da auf diesem Weg, wo sie entlangläuft, sieht sie ja in der Ferne ein Schiff explosionsartig zerstört werden. Das war jetzt, glaube ich, kein gutes Deutsch. Aber sie schwimmt dann im Grunde hin und rettet da ein junges Mädchen, nämlich die junge Aaliyah. Und schnell wird klar, irgendwas löst die Anwesenheit von Aaliyah auf dieser Insel auf. Und so möchte sie Aaliyah zurückbringen, denn das Orakel verrät, dass Aaliyah die Nachfolgerin von Helena von Sparta bzw. Troja ist und sie etwas sehr Kriegerisches in sich mitträgt, was ihr einfach die Götter mitgegeben haben. Und nur wenn im Grunde das Gleichgewicht wieder in Ordnung gebracht wird, dann ist die Welt sicher, sonst droht der Welt eben Vernichtung. Und so begleiten wir Diana, also Wonder Woman, im Grunde auch in die sterbliche Welt. Und alles Mögliche ist ihr da natürlich unbekannt. Und eigentlich soll sie
Alia nach Griechenland bringen. Das ist auch komplett das Ziel gefühlt des Buches. Aber sie landen erstmal in New York City. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie da eine Amazone wirkt, wenn die durch New York City läuft. Es ist leider ein sehr, sehr, sehr jugendlicher Schreibstil. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist ein Jugendbuch und das ist auch für mich absolut in Ordnung. Ich lese natürlich auch Jugendbücher, stört mich in der Regel nicht so. Hier kam es mir aber manchmal schon sehr leicht vor. Sehr viele Wiederholungen, leichte Sätze, einfache Beschreibungen. Es war irgendwie nicht wirklich spannend gestaltet. Es war auch irgendwie nicht das, was ich erwartet habe. Und mir war es leider zu jugendlich. Also ich glaube, mit dem Spaß in dieser Geschichte haben dann eben gleich 12, 14, ich bin nicht die Zielgruppe, deswegen möchte ich das im Grunde auch eigentlich gar nicht bewerten, aber es gehört für mich natürlich zu einer Rezension dazu. Ich habe das Buch nach knapp 200 Seiten abgebrochen, weil keine Spannung aufgekommen ist. Man liest und liest und liest und so beim vierten Leseabschnitt habe ich dann eben auch mal so gedacht, passiert denn jetzt auch mal irgendwas? Zudem handeln auch die Charaktere für ihr Alter doch noch sehr kindisch, auch sehr jugendlich. Und ich kann verstehen, dass Diana unsere Welt nicht versteht und da einfach nicht zurechtkommt. Aber sie hat mir manchmal schon sehr naiv gewirkt. Also es hat nicht so richtig gepasst zu diesem Leben, was man sich bei Amazonen vorstellt und wie es hier im Grunde rübergebracht wurde. Und es kam einfach nach 200 Seiten auch keine Spannung auf. Man erfährt zwar schon einiges über die Hintergründe der Amazonen, eben auch so das, was es mit Helena von Troja auf sich hat. Das wird auch schlüssig und greifbar erklärt, aber es war auch unfassbar langweilig. Also das, man liest und man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass da was Neues kommt, was Spannendes kommt. Und entweder weiß ich auch einfach zu viel über Troja und ich habe jetzt auch vor kurzem die Frauen von Troja gelesen und das Wissen wieder ein bisschen aufgefrischt. Ich fand auch den Stil sehr holprig, sehr gewöhnungsbedürftig. Auch so die ersten 50, 60 Seiten, wo ich so dachte, was schreibt die? Warum ist das so komisch? Liegt das an der Übersetzung? Warum komme ich in diese Geschichte nicht rein? Und ich habe dann eben nach 200 Seiten beschlossen, das ist nicht mein Buch. Es war, glaube ich, nicht ganz die Hälfte, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das hat um die, ich habe schon wieder verdrängt, 430 Seiten. Aber ich habe tatsächlich einfach noch so einen Leseabschnitt drangehangen, weil ich so dachte, eigentlich will es dir ja gefallen. Ich möchte diese Reihe mögen. Ich wollte eigentlich auch Batman von Mary Lou lesen. Und mich hätte auch Catwoman von Sarah J. Maas, auch interessiert. Ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen skeptisch, ob, wenn mir Wonder Woman nicht gefallen hat, ob mir dann Batman von Mary Lou gefallen wird, einfach weil es Mary Lou ist. Ich weiß es nicht. Hätte es mir geholfen, die Comics zu kennen, die Verfilmung zu Wonder Woman zu kennen? Ich kann es einfach nicht sagen. Also mir hat es leider nicht gut gefallen und ich habt auch die großen Befürchtungen, wie die Geschichte vielleicht weitergegangen ist, wenn da irgendwann ja mal noch so ein männlicher Typ auftaucht und schwierig. Also es war leider nicht meins. Wie gesagt, beim Schreibstil, das ist natürlich einfach so ein bisschen ein eigenes Empfinden. Ich bin natürlich jetzt auch einfach Mitte 30, bin auch nicht mehr die Zielgruppe gefühlt, einfach für dieses Buch. Das möchte ich einfach diesem Buch zugute halten. Nichtsdestotrotz konnte es mich nicht begeistern, mich nicht ansprechen und hat mich tatsächlich wirklich auch 200 Seiten gefühlt gelangweilt. Mehr muss man zu dem Buch auch eigentlich gar nicht mehr sagen. Und denke ich, sprechen wir jetzt einfach über Bücher und Geschichten, die uns begeistern können. Nämlich Ghostbox von Iva Leon Mengers, ein Hörspiel, was es exklusiv auf Audible gibt. Iva Leon Menger ist auch schon der Macher von Monster 1983, ja ein absolutes Highlight aus dem Jahr 2017. Das ist ja ein Hörspiel. Was der Unterschied ist bei einem Hörspiel, ist ja, dass man wirklich nur Stimmen hört, Umgebungsgeräusche hört und auch wirklich nur das mitbekommt, was eben ausgesprochen wird und wenn eben Menschen miteinander sprechen. Während ja bei einem Buch wirklich alles im Grunde erzählt wird in diesem Hörbuch, was im Buch auch steht. Also alle Beschreibungen, alle Gefühlsgedanken der Protagonisten und das ist einfach so der Unterschied. Zudem ist es natürlich auch ein bisschen interessant vertont, weil jeder Charakter hat seine eigene Stimme und wir treffen hier auf sehr viele Synchronstimmen, die ich mir notizhalber mal aufgeschrieben habe. Wir haben zum Beispiel Yvonne Greizke, das ist, eine Schauspielerin, eine Deutsche, Joachim Tenstedt, den kennen wir als Synchronstimme zum Beispiel von John Malkovich und Kevin Costner. Wir haben Nico Sablik, das ist die Stimme von Harry Potter von Daniel Radcliffe. Wir haben Luise Helm, das ist die Stimme von Scarlett Johansson und Anne Hathaway. Wir haben Timo Niesner, bekannt als Schauspieler, aber auch als Stimme von Eddie Redmayne,
also Newt Scamander und von Elijah Wood. Und da kann man sich jetzt meine Überraschung vorstellen, wenn in einem Hörspiel auf einmal Frodo anzuhören ist. Dann Tom Vogt, den kennen wir aus Sex and the City, das ist die Stimme von Chris North, also von Mr. Big, und zum Beispiel auch von Lawrence Fishburne, wenn er in Matrix synchronisiert wurde. Also wir haben wirklich großes Synchronstimmen-Sprecher-Kino, was ich auch schon bei Monster 1983 großartig fand, das fand ich auch hier toll, und ich bin ja einer, ich sehe dann halt wirklich diese Schauspieler von mir, und viele wissen um mein Monster 1983-Problem und David Nathan. Nein, ich werde es jetzt nicht nochmal erzählen, aber das Problem habe ich tatsächlich. Ich sehe dann eben einfach so diesen Schauspieler vor mir. Es ist dann auch, wenn nicht David Nathan, sondern Simon Jäger spricht, was ja für mich absolut Synchronstimme einfach von Matt Damon ist. Ich sehe den dann vor mir und mir diese Geschichte erzählen, und ich finde das einfach persönlich sehr großartig gemacht. Wir haben auch einen Gastauftritt von Sebastian Fitzek. Ich glaube, 2 oder 3 Mal war zu hören, was ich super lustig fand, und soweit ich mich erinnere, war sogar einmal David Nathan dabei, aber auch eher nur in einer Nebenrolle. Also es ist großes Kino, und auch die Geschichte ist ein großes Kino. Denn wir treffen auf Lena Grünwald, die ist Praktikantin in einer Berliner Tageszeitung und ist fasziniert vom Tod bzw. auch dem Jenseits. Sie macht eine Reportage auf eigene Faust, das gefällt natürlich ihrem Chefredakteur nicht. Sie veröffentlicht das auch noch, es wird ein großer Erfolg. Da geht es nämlich um Stimmenaufnahmen aus dem Jenseits. Also ein sehr düsteres Thema und ja, auch ein bisschen makaber. Ja, sie erfährt dann aber von dem Tod ihres Bruders, den sie seit einigen Jahren nicht gehört oder gesehen hat, dass der sich selbst umgebracht hat, genau so diesen Selbstmord gewählt hat, wie ihn ihre Mutter schon gewählt hatte, was beide Kinder eben schon früh ja so ein bisschen geprägt natürlich hat. Lena reist nach Hirschberg an die Universität von ihrem Bruder und forscht da so ein bisschen rum, was hat ihr Bruder gemacht, was könnte zum Selbstmord geführt haben, und sie trifft dort auf ja, Kollegen seines Artstudiums, und sie erfährt, dass ihr Bruder an der Ghostbox gearbeitet hat und dass er an dieser forschte. Eben eine Box, die nicht unbedingt was mit Geister zu tun hat, sondern eher mit Gedanken aufnehmen in einer Art wie künstliche Intelligenz. Das will man zumindest so glauben und merkt aber relativ schnell, dass doch etwas ganz anderes dahinter steht. Denn Gedanken können zum Beispiel auch übertragen werden, und das ist schon ziemlich gruselig, das muss man ganz klar sagen. Die Geschichte hat also nicht unbedingt was mit Geistern zu tun, sondern eher mit dem Geist, und das ist eine spannende Geschichte gewesen, die unglaublich realistisch auf mich gewirkt hat. Es ist überhaupt nicht für mich unvorstellbar, dass das tatsächlich möglich wäre in der Zukunft oder vielleicht am Ende sogar ist. Ich finde es mega spannend erzählt. Der Geschichtsverlauf, es waren glaube ich 10 Folgen, die hier im Grunde erzählt wurde. So jede Folge hat im Grunde so seinen Erzählstrang mit Höhepunkt, und dann geht es im Grunde in der nächsten Staffel, in der nächsten Szene weiter. Zwischendrin hat man immer mal Musik, und es ist mega spannend erzählt. Leider hören diese Geschichten sozusagen gefühlt eben auch immer mittendrin auf in einem Cliffhanger, und man denkt sich, ach, zum Glück kann ich weiterhören. Aktuell habe ich das Empfinden, dass Staffel 1, so wird es auch betitelt, allein bleibt. Das hat für mich jetzt nicht den Eindruck erweckt wie bei Monster 1983, wo man eben wusste, oh, hier geht es irgendwie weiter. Man könnte die Geschichte wohl weiter spinnen, aber ich glaube es tatsächlich nicht. Und ich habe mich einfach unglaublich gut unterhalten gefühlt. Es war besser als so mancher Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Es war spannend, packend, erzählerisch wirklich großartig erzählt. Ich mochte die Stimmen, ich mochte die Sprache, die verwendet wurde. Ich mochte, wie mir das präsentiert wurde und dass in meinem Kopf eben wirklich ein Film ablief. Das fand ich wirklich großes Kino, und das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es sind, glaube ich, um die 10 Stunden, also gar nicht so viel zum Hören. Umgerechnet ja nicht ganz 300 Seiten. Und das fand ich wirklich wahnsinnig großartig erzählt. Muss ich wirklich sagen, mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Ich konnte nicht aufhören zu hören. Es war wieder ein süchtig machendes Hörspiel, Hörbuch, was ich überall mit hingenommen habe, was ich auf dem Weg zur Arbeit gehört habe, heimwärts gehört habe, was ich beim Spaziergang in der Mittagspause gehört habe. Also ich bin da sonst nicht so der Typ, der wirklich so extrem Hörbuch hört, aber es war spannend, packend und hat mir echt unglaublich gut gefallen. Und jeder, der sich so ein bisschen was nach künstlicher Intelligenz fragt, vielleicht auch den einen Film kennt mit Johnny Depp, dessen Namen ich schon wieder
verdrängt habe, den Kinofilm. Da geht es ja auch darum, künstliche Intelligenz zu erschaffen, aufgrund Gedanken eines echten Menschen, was ja auch das Thema in dieser Bobby Worth-Reihe im Grunde war. Also man sieht, was die Science-Fiction-Welt bewegt, das ist künstliche Intelligenz und das ist eben auch, wie macht man den so lebendig wie möglich, nämlich indem man Gedanken aus echten Menschen herausnimmt. Also es ist mega spannend erzählt, es ist sehr realistisch, es ist vorstellbar, es ist für mich auch logisch aufgebaut und ich fand auch das Ende einen absoluten Knaller. Zudem muss man wirklich aufmerksam hören, dabei sein, mitfiebern und das war wirklich, es war Hammer. Also mir hat es unglaublich gut gefallen, es war wirklich ein absolutes Hörhighlight und ja, jeder, der Monster 1983 mochte, der wird hier auf jeden Fall auch seinen Spaß haben und ich kann es wirklich absolut nur empfehlen. Natürlich auch für Hörspielanfänger, die sagen, ich muss das mal ausprobieren. Hört einfach mal rein, konzentriert euch und versucht einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen und dann werdet ihr merken, wie euch das packen kann und ja. Es gibt dafür keine Buchvorlage, das ist bei den Hörspielen von Ivar Leon Mengers immer so, auch bei Monster 1983, dass es da kein Buch dazu gibt, was man lesen könnte. Also es gibt ja Hörspiele, die auf Büchern basieren, wo es erst ein Hörbuch gab und dann ein Hörspiel gemacht wurde. Ich glaube auch bei Fitzek gibt es einige Hörspiele, aber das hier gibt es nicht als Buch, das muss man tatsächlich hören, wenn einen denn die Geschichte anspricht. Ach ja, es wird immer ein bisschen dunkler, aber ich hoffe, dass das Licht noch einigermaßen hält. Ich könnte jetzt auch einfach die Softbox holen, aber nein, wir machen das noch so ein bisschen mit dem Sonnenlicht, was wir haben. Ich denke auch, es ist nicht ganz so dunkel, wie es auf der Rückseite aussieht, aber ja, macht einfach die Augen zu und hört mir so ein bisschen beim Schwafeln zu. Denn es geht jetzt weiter mit dem zweiten Teil der fantastischen Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen von J.K. Rowling. Und ja, dabei handelt es sich um das Originaldrehbuch, was optisch auch wieder ein absolutes Highlight ist. War ja schon beim ersten Teil so, dass dunkelblau war mit Gold und hier haben wir ein dunkles Türkis-Petrol, was ich wirklich super, super schön finde. Ich bin ein großer Fan dieses Films. Es ist ja der zweite Teil der Fantastische Tierwesen, wohl der zweite von fünf. Und das erzählt ja irgendwie die Geschichte von Newt Scamander, der 70 Jahre vor Harry Potter bekannt wurde. Ich überlege gerade, wann spielt die Geschichte? Ich habe schon wieder verdrängt. Ich bin da immer nicht so gut mit Daten, Zahlen, Fakten, wenn ich mir das nicht aufschreibe. Also wir erleben im Grunde die Geschichte von einem jungen Albus Dumbledore und eben auch von Gellert Grindelwald. Und den kennen wir ja auch aus dem Harry Potter-Universum, denn Gellert Grindelwald war ja der Vorbösewicht von ihr wisst schon wem. Und das erzählt uns im Grunde die Geschichte. Und wir treffen ja in diesem Film und somit auch im Originaldrehbuch auf einen jungen Dumbledore, auf Charaktere, die wir eben auch schon kennen aus dem Harry Potter-Universum, nur viel, viel, viel jünger. Viele sind natürlich auch noch gar nicht am Leben, aber ja, das macht die Geschichte ja nicht schlecht. Wir erfahren eine Geschichte über Charaktere, über viele Charaktere, was sie bewegt, was dazu führt, dass Grindelwald so populär wurde, so, ja, eigentlich auch gefeiert wurde. Und ja, ich fand den Film ja großartig. Ich habe dazu ja auch mal ein Video gemacht, explizit dann auch zu diesem Film. Ich packe euch das Video, wenn ich es nicht vergesse, unten in die Infobox. Und ich bin ja ein absoluter Fan des Films. Es gab ja sehr viele kritische Stimmen, gerade aus den USA, was den Film so ein bisschen angeht, dass er kein Harry Potter-Feeling zum Beispiel vertreten hätte oder ausgelöst hätte, was ich gar nicht fand. Es ist halt auch nicht Harry Potter, es ist halt fantastische Tierwesen. Und J.K. Rowling hat gefühlt so viel Ahnung über ihre eigene Welt, dass das echt faszinierend ist. Was dieser Frau einfällt, worüber sie nachdenkt, was sie in ihrer Welt geschehen lässt, was eben auch irgendwie logisch ist. Und natürlich wissen wir irgendwie, wie diese Geschichte ausgeht, weil vieles über die Charaktere wissen wir eben schon, wie es endet oder also wie es einfach weitergeht, wie es ausgehen wird. Wir wissen auch, was mit Gellert Grindelwald passiert, dank Harry Potter. Ach, ich liebe es, wenn es so schimmert. Aber es wird uns einfach hier erzählt. Und das Schöne am Originaldrehbuch ist eben, dass es ist ein Drehbuch, was ich ja bei The Cursed Child sehr abschreckend finde. Finde ich bei diesen Verfilmungen und dann dem Buch wirklich mega, mega spannend, weil man wirklich Szene für Szene nochmal nachlesen kann. Es gibt hinten auch eine Erklärung, was die Abkürzungen bedeuten. Also wir haben hier zum Beispiel, was ein VO ist, dass das eine Voice-Over ist. Wir haben ein Back-To, dass die Kamera woanders hinschwingt. Wir haben ein OS, was ein Offscreen ist. Das kann man sich alles im Grunde erstmal hinten durchlesen, erfährt auch ein bisschen was zu den Charakteren. Und ja, dann startet man in dieses Buch,
was im Grunde den Film, den man kennt, ablaufen lässt. Also ich empfehle definitiv vorher den Film, um dann wirklich so Szene für Szene nochmal sich so in Erinnerung zu rufen und dann wirklich intensiv zu erleben. Und es gab Sätze und Konstellationen, die waren mir gar nicht ganz so klar durch den Film. Gerade das Ende habe ich tatsächlich zweimal gelesen, weil ich dachte, okay, du hast es doch richtig verstanden im Film. Und ich fand es mega. Ich liebe den Film, ich freue mich auf die DVD Blu-ray jetzt im April. Und ich fand wirklich das Drehbuch ganz, ganz toll. Also man muss sich das natürlich überlegen, ob man, ich glaube, für 20 Euro... dieses Drehbuch möchte, ob man nicht sagt, okay, mir reicht auch der Film. Ich bin einfach ein Potterhead und ich mag dieses Format, dieses Drehbuch auch sehr gerne. Mir hat das beim ersten Spaß gemacht, ich mochte es jetzt auch beim zweiten und ist für mich auch ein absolutes Lesehighlight. Hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und auch wirklich gut unterhalten. Habe ich an einem Samstag weggesaugt sozusagen, habe ich inhaliert und fand ich wirklich großartig. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das letzte Buch der Woche ist dann Im Licht des Polarsterns von Steph Penny. Ein Buch, das mich zum einen vom Cover angesprochen hat, aber dann natürlich auch vom Klappentext. Es ist ja im November, glaube ich, erschienen, stand jetzt auch auf meiner zu lesen Liste für den Weihnachten-Winter und wir sind ja auch noch mitten in der Kälte, von daher passt das Thema ganz gut. Wir haben hier ein Buch von fast 700 Seiten, was man dem Buch im Lesen aber gar nicht wirklich anmerkt. Zudem muss ich echt sagen, dass mir das Cover sehr, sehr gut gefällt. Ich blende es euch ja ein und man hat schon beim Cover so das Gefühl, es geht hier ins ewige Eis und wir beginnen die Geschichte allerdings 1948 und ich dachte da schon, der Zweite Weltkrieg ist rum, was könnte jetzt gerade irgendwie noch passiert sein zu dieser Zeit? Und wir treffen da auf einen Reporter, der uns die Geschichte von Flora erzählt. Und Flora ist, glaube ich, mittlerweile 80, ich weiß es schon gar nicht mehr, 50, nein. Ich weiß es nicht mehr genau, wie alt sie da war. Sie wurde aber vor 50 Jahren als Schneekönigin bezeichnet. Und wir treffen eben auf Flora, die noch einmal an den Ort zurückkehrt, der ihr eben in den 1880er Jahren, also doch 60, 70 Jahre vorher, ich muss gerade rumrechnen, im Grunde so viel gegeben hat und für das sie so gekämpft hat. Denn wir switchen dann eben um in den Sommer 1883 und wir treffen auf Flora als junges Mädchen, die gerade den Tod ihrer Mutter betraut und von ihrem Vater, der eigentlich nie so richtig viel da war, mitgenommen wird auf ein Walfangschiff. So rum muss man es ausdrücken, nicht Walfisch, Fangschiff, nein. Einen Walfänger. Ich glaube, so war es tituliert. Meine Güte, mir fehlen heute so ein bisschen die Worte. Ja, sie lebt dort auf diesem Schiff. Sie wird auch von der Crew und allen eigentlich so gut anerkannt. Sie wird auch so ein bisschen mit erzogen und sie erlebt eben, was es bedeutet, Walfänger zu sein. Das ist natürlich was man sich wirklich eklig vorstellt, was auch sehr eklig beschrieben wird. Und als Tierschützer dachte ich immer so mal, aber ich entschuldige das Verhalten des Vaters von Flora, denn es ist 1880 und ich glaube, da hatten wir noch nicht das extreme Problem, wie es heute der Fall ist, was die Population der Wale angeht. Es soll jetzt aber gar kein Bericht über den Walfang werden, sondern natürlich über Flora. Flora ist super neugierig und genießt auch die Schifffahrten, auch das Leben auf dem Schiff. Er findet sie wirklich super spannend, interessant, trifft dort auf immer neue, andere Charaktere, freundet sich auch so ein bisschen mit dem einen oder anderen Matrosen von der Crew auf dem Schiff ein bisschen an. Und sie merkt aber recht schnell, dass sie hier doch in einer Männerdomäne ist, denn ihr Traum, irgendwann einmal die Arktis zu erforschen, wird von allen nur belächelt. Und doch kämpft sie für ihren Traum und möchte, wenn sie eben groß ist, älter ist, erwachsen ist, sich diesen Traum erfüllen. So ziemlich zeitgleich sind wir in New York City und treffen da auf Jacob, der auch als Kind seine Eltern verliert, dort erst irgendwie in Heimen lebt, dann bei unterschiedlichen Verwandten, bis er dann, glaube ich, irgendwann beim Cousin seiner Mutter ankommt, was sehr religiöse Menschen sind und auch so von der Prügelstrafe nicht unbedingt abgeneigt sind. Und wird dann studieren, das nimmt er sich schon als Kind im Grunde vor. Wir begleiten ihn so auf diesem Erwachsenenweg und er wird Geologe und wird Mitglied einer Forschergruppe. Und jetzt kann man sich im Grunde schon so ein bisschen zusammendenken, dass sich natürlich Flora und Jacob auch irgendwie treffen werden. Denn sie werden einen regen Briefwechsel anfangen, was für beide sehr unerwartet kommt. Und wir begleiten dann beide so ein bisschen auf ihrem gemeinsamen Weg, in ihrem jeweiligen gemeinsamen Leben. Das hat jetzt irgendwie, aber ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Ich fand es am Anfang sehr schwierig, in die Geschichte hineinzukommen. Ich fand es sehr stelzig.
richtig. Ich kam auch nicht so richtig sprachlich so in die Geschichte rein. Ich konnte es nicht so richtig greifen. Ich konnte mir das nicht so richtig alles vorstellen. Mir war es von zu weit weg erzählt. Ich war nicht so richtig mitten dabei. Es war sehr unterkühlt. Es war, wie gesagt, auch sehr entfernt erzählt, was ich unglaublich schade fand. Aber irgendwann hat es dann Klick gemacht. Es hat auch nicht ganz so lange gedauert. Und ich bin in der Geschichte angekommen und ich war drin und ich war im ewigen Eis. Wir merken auch sehr schnell diese besondere Liebe zum Eis, die ich jetzt persönlich nicht habe. Mich würden auch keine 10 Pferde in die Arktis bringen. Aber es war ganz wunderbar zu spüren, was dieses Eis in Flora ausmacht. Was sie dabei empfindet, was sie denkt, was sie fühlt, warum das vielleicht auch so ist. Und wir dürfen das ein bisschen erfahren. Wir dürfen diese Welt von 1880 kennenlernen. Wir erleben die Gepflogenheiten dieser Zeit. Männer, Frauen, was passiert da im Umgang miteinander? Was geschieht in der Gesellschaft? Wie sind Schifffahrer im Grunde angesehen oder nicht? Gleiches gilt natürlich für Jacob, der uns auch seine Welt präsentiert, die des doch sehr belesenen und studierten Geologen, was es hier alles im Grunde an Unterschieden gibt. Und man merkt einfach, dass die Geschichte sehr gut recherchiert ist, dass man wirklich als Leser eine Zeitreise macht. Und wenn man so die ersten 60, 70 Seiten geschafft hat und diese Stelzigkeit eigentlich gefühlt weggeht, aber ich glaube, man gewöhnt sich einfach nur dran, dann kann man diese Geschichte wirklich genießen. Also der Start war schon ein bisschen schwieriger, aber ist man mal drin, genießt man diese etwas außergewöhnliche Sprache tatsächlich sehr und man kann eben auch einfach so diese Zeit spüren, die Gespräche wirken authentisch, man hat das Gefühl, dass die Orte so beschrieben sind, wie sie damals waren und dass man da eben einfach mitfiebern kann und mitgehen kann. Und es ist einfach durch diese gute Recherche zumindest so gefühlt, hat man wirklich einen Eindruck dieser Zeit und kann als Leser da eben einfach ein bisschen mitgehen und das genießen. Und es gibt eben auch kaum Längen im mittleren Teil. Man merkt halt einfach, dass die Geschichte wirklich gut vorankommt, dass immer etwas passiert, dass gerade auch so diese zwei Perspektiven die Geschichte sehr unterhaltend und spannend machen und auch nachvollziehbar. Man hat auch sehr viele Bilder im Kopf, egal ob es die Charaktere sind, die Landschaften sind, egal was passiert, es läuft so ein Film ab und das fand ich wirklich schön. Was ich tatsächlich leider auch noch bemängeln muss, ist so ein bisschen diese Liebesgeschichte, die mir persönlich dann doch manchmal zu sehr in den Vordergrund gerückt wurde, was ich einfach gar nicht erwartet hätte und was mich an mancher Stelle doch ein bisschen gestört hat. Nein, ich habe grundsätzlich nichts gegen Liebesgeschichten, aber wenn sie in so einer historischen Geschichte zu sehr im Vordergrund sind, macht das Gefühl für mich einfach nicht mehr so den richtigen Spaß. Ja, es gehört irgendwie dazu und ich finde es auch nachvollziehbar und realistisch, also es ist nicht so, wie wenn das total unlogisch ist oder man sich so denkt, ist das 1880 überhaupt ein Thema oder wir waren ja dann schon ein bisschen weiter. Ich hätte mir aber die Liebesgeschichte doch mehr im Hintergrund gewünscht, beziehungsweise muss es für mich eben nicht immer in was Historischem auch eine Liebesgeschichte geben. Dennoch hat mir die Geschichte sehr, sehr gut gefallen, sie hat mich gut unterhalten und sie hat mich ja doch ein bisschen dem ewigen Eis näher gebracht und ich weiß nun, dass es irgendwo auch Orte gibt, wo es noch kälter ist als bei uns. Ja, also es hat für mich perfekt in die Woche gepasst, weil es einfach auch Schnee gab und Kälte gab und von daher war das auch alles soweit in Ordnung. Im Sommerbuch ist es natürlich einfach nicht, das muss man ganz klar dazu sagen. Ja, neben dem Lesen und Hören habe ich in dieser Woche auch das neue Album der Backstreet Boys gehört. DNA finde ich großartig. Es sind schon jetzt viele Ohrwürmer im Grunde auf dem Album drauf. Es sind tolle Songs und man hat eben einfach das Gefühl, man macht auch nochmal eine Zeitreise, weil ich ja auch schon über 20 Jahre, ich glaube die Backstreet Boys gibt es seit 95 oder 96, also seit über 20 Jahren bin ich Fan, habe die Jungs auch dreimal, glaube ich, live gesehen und weiß eben einfach, wie ich mich auch vor 22, 23 Jahren gefühlt habe und da ist natürlich einfach, das ist einfach toll. Man hört die Stimmen raus, man geht mit, man hat tolle Texte, tolle Melodien und es macht einfach unglaublichen Spaß und ich liebe dieses Album und es wird auch weiterhin hoch und runter bei mir laufen. Serientechnisch ist die neue Serie auf Netflix angestartet, Night Flyers. Dazu habe ich jetzt auch vor ein, zwei Wochen die Buchvorlage von George R. Martin gelesen. Fand ja das Buch tatsächlich ganz spannend erzählt, bin in der Serie aber in der Zeit jetzt glaube ich bei Folge 4 oder 5
Und ja, so richtig begeistert bin ich eigentlich nur vom Setting, vom Bild, das mir gezeigt wird, noch nicht so richtig von der Story, weil ich diese Raumschiff-Geschichte noch nicht so richtig greifen kann und den Eindruck habe, dass sie zu viele Geschichten auf einmal erzählt. Ja, das liegt natürlich fast in der Natur von George R. R. Martin, der sich ja auch in das Lied von Eis und Feuer nicht nur einer Geschichte zugewandt hat, sondern ja auch 20 Geschichten erzählt. Die Novelle war, also die Kurzgeschichte war eben aber einfach doch ein bisschen anders. Und ich finde manches sehr brutal, auch von dem, was gezeigt wird. Manches kommt so aus dem Nichts und man denkt sich, hä, wann ist das denn passiert? Es ist nicht immer so richtig greifbar. Ich finde auch, dass die Geschichte nicht so richtig einer Handlung folgt, also einem Erzählstrang. Es wirkt ein bisschen durcheinander. Vielleicht soll das auch einfach so sein. Das würde man am Ende herausbekommen. Ich habe aber nach den 4 oder 5 Folgen jetzt erstmal auch nicht weitergeguckt. Mir ist ja eine andere Serie diese Woche dazwischen gekommen. Dazu dann später einfach, also in der nächsten Woche ein bisschen mehr. Aber ja, das Bild optisch, wie dieses Raumschiff, das Weltall und das so gemacht wurde, ist wirklich großartig, hat für mich Kinoqualität. Aber zur Handlung, muss ich sagen, bin ich noch nicht ganz glücklich. Und ich muss auch sagen, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich weiter gucke, ob es gerade die richtige Zeit ist oder ja, ob ich einfach mal pausiere und höre, was so ein paar andere Stimmen dann noch dazu sagen, wenn sie die Serie zu Ende geschaut haben. Ja, und das war es jetzt, glaube ich, auch schon soweit von dieser Woche. Wenn ihr diese Bücherwoche seht, werde ich gerade in einem Webinar sein. Und da könnt ihr mir gerne mal auch erzählen, ob euch sowas ein bisschen interessiert zum Thema Achtsamkeit. In dem Fall geht es um Achtsamkeit im Büroalltag oder überhaupt so in der Arbeit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das ein Thema ist, wo ihr vielleicht euch auch ein bisschen mehr Infos dazu wünscht. Ich bin sehr gespannt auf dieses Webinar, freue mich, es wird eine Stunde gehen und ich verfolge Miriam. Ich packe mal ihren Instagram-Account unten in die Infobox. Ich folge ihr schon eine ganze Weile, als sie noch auch ihre Yoga-Ausbildung oder ihre Ausbildung auf Thailand gemacht hat und mag ihre Stories unglaublich gern. Ich finde sie super sympathisch und so geerdet und ich freue mich jetzt auf dieses Webinar. Hatte es auch auf Instagram geteilt, vielleicht hat es ja da der ein oder andere gesehen. Und wenn euch das Thema Achtsamkeit und sowas interessiert, sagt mir gerne mal Bescheid, dann kann ich auch gerne in der nächsten Bücherwoche vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Und wenn euch das Thema wirklich sehr interessiert, vielleicht ist da ja auch ein Interview hier oder ein Hangout eben mit Miriam oder auch anderen Podcastern zu diesem Thema irgendwie vorstellbar. Das könnt ihr mir ja gerne mal sagen, ob das ein Thema ist, was euch anspricht. So, und jetzt sitze ich, glaube ich, komplett im Dunkeln, obwohl es draußen eigentlich noch relativ hell ist, aber ich habe das Gefühl, das Licht wird hier komplett geschluckt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.